Deutsch. Das Wort hat der Abgeordnete Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Aktionstag, zu dem der Koordinationsrat der Muslime am vergangenen Freitag aufgerufen hatte und an dem 2000 Moscheegemeinden in vielen Städten teilgenommen haben, hat die muslimische Glaubensgemeinschaft ein kraftvolles Zeichen gesetzt. Die breite Beteiligung der größten muslimischen Dach- bzw. Glaubensorganisationen an dem Aktionstag und den Kundgebungen in 7 Städten ist ein deutliches Signal, sowohl nach innen, also in die muslimischen Glaubensgemeinschaften, wie auch nach außen, in unsere gemeinsame Zivilgesellschaft in Deutschland. Wir haben als FDP-Fraktion in den Debatten der vergangenen Monate stets deutlich gemacht, wir sind der festen Überzeugung, dass die weit überwiegende Mehrheit der in Deutschland lebenden Muslime und der deutschen Muslime fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und dass sie Gemeinsamkeiten zu religiösen Extremisten weder haben noch solche suchen. Ich glaube, diese Auffassung teilen alle Fraktionen in diesem Hause. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Mehrheit der Muslime distanziert sich immer wieder, aber das reicht nicht. Das sind nicht meine Worte, sondern die von dem auch von dem Kollegen Frömmrich schon zitierten Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime von Ayman Masiek. Der Leiter des Landesverbandes Hamburg, der DITIB, Zekeriya Altuk, spricht gar von einer Deutungshoheit des Islam durch Extremisten, die ihnen die Mehrheit der friedliebenden Muslime in Deutschland wieder entreißen müsse. Dies ist eine klare Botschaft, gerade auch an die jungen Muslime, die von vermeintlichen geistlichen Führern wie Pierre Vogel auf den Irrweg gelotst und dann in Krisengebiete im Irak oder Syrien direkt in den Tod und ins Verderben geschickt werden. Es ist vor allem aber auch ein unbedingt notwendiges Signal nach innen, in die eigenen Gemeinden hinein. Auch das sage nicht ich, sondern eben dieser Zekeriya Altuk in einem Interview mit der Welt und mit Hürriyet vom 17. September, also aus der letzten Woche. Ich darf zitieren, er hat dort gesagt, wir wollen unsere eigene Gemeinde sensibilisieren und eine einheitliche Haltung der Muslime in Deutschland dadurch erreichen. All das unterstützen wir ausdrücklich. Und wir fühlen uns bestärkt darin, dass der von uns eingebrachte Antrag auf eine umfassende Anhörung des Landtages zum Thema Salafismus, der insbesondere auch die islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland einbindet, der richtige Schritt ist. Und ich freue mich, dass unser Antrag gestern beschlossen wurde, einstimmig beschlossen wurde und wir mit den anderen Fraktionen auch schon die Termine der Anhörung im Januar 2015 festlegen konnten. Bei der Gelegenheit muss aber auch auf Folgendes hingewiesen werden. Gerade in den letzten Tagen und bis heute, die Nachrichten des gestrigen Abends und des heutigen Morgens haben das wieder gezeigt, haben die Meldungen zur Gefährlichkeit und den Gräueltaten der Terrororganisation ISIS noch einmal eine neue Qualität erreicht. Bei uns in Hessen, um festzustellen, bereits gegen 50 ausgereiste Personen aus Hessen wird strafrechtlich ermittelt. Die ersten Verfahren laufen, teilweise sind Verfahren eingestellt, mittlerweile die Angeschuldigten verstorben sind. 2 junge Wiesbadener, einer davon erst 15 Jahre alt, wurden auf dem Weg zu den IS-Truppen von der Freien Syrischen Armee aufgegriffen und nach Deutschland zurückgeschickt. Von deren Radikalisierung, die vorausgegangen ist, will niemand etwas mitbekommen haben. Bereits 5 Selbstmordattentate wurden belegbar durch Deutsche im Irak und Syrien durchgeführt. Die Dunkelziffer ist nicht klar abschätzbar, aber mit Sicherheit immens. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf niemand mehr wegsehen. Die muslimischen Gemeinschaften in Deutschland tun dies nicht. Sie haben ein klares Signal gesetzt und Verantwortung übernommen, in ihrem Einflussbereich gegen Radikalisierungstendenzen vorzugehen. Unseren Teil in Hessen müssen wir durch einen breiten gesellschaftlichen und politischen Diskurs konsequentes Handeln der Sicherheitsbehörden und den Ausbau der Präventionsarbeit leisten. Um es zum Schluss einmal mehr mit den Worten des Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime, Ayman Masiek, zu sagen, gegenüber Verbrechern
Mördern, die den Islam kidnappen, darf niemand schweigen. Und ich füge hinzu, im Gegenteil, wir müssen gegen Terroristen mit aller Konsequenz vorgehen und unseren Rechtsstaat verteidigen.